wenn die 2 den Flex-Pick nicht hält mit Jarvan, dann picken sie Last Pick Yasuo. Prediction. Wenn sie jetzt einfach den Midlander picken, was sie machen sollten, okay, ja, ich sag Yasuo. Yasuo Last Pick. I believe in Perks. Hier kommt Yasuo, aber noch ist er nicht eingeloggt. Dem Gedankengang wird Folge geleistet von G2. Mann, er ist eingeloggt. Hell yeah. Applaus für Perks. Er bringt Yasuo zu den Worlds. Geben wir jetzt ab an unsere beiden Kommentatoren und das werden für euch Maxim und Johnny sein. Viel Spaß damit. Hazuki! Ja, das ist klar, du bist motiviert. Was ist deine Prediction? Wie werden seine Stats am Ende sein? Es gibt nur 2 Stats für Yasuo. 11-2 oder 2-11. Und beide gewinnen. So. Beide Teams haben keine Chance mehr. Sind raus. Und deshalb wird es hier noch ein Spiel geben, was, denke ich, geprägt ist von Spaßunterhaltung. Aber vielleicht trotzdem etwas Tryhardismus. Denk dran, Trick ist bei den Raptoren. Und Sejuani ist reingekommen. Oh! Oh! First Blood! Aber Trick! Oh, der lebt noch gar nicht! Jarvan, I'm helping! Oh, der Jarvan. Ein Klassiker! Seid ihr durch von Perks? Macht mich einfach glücklich. Einfach nur 2 kleine Messer und eine Faust. Ja, so gehe ich übrigens einkaufen. Einfach nur schön. Aber die Gegner können halt auch Armor bauen, ne? Halt Armor Tank. Interessiert ja so nicht. Also ist nicht designed, um Armor zu spüren. Ich meine, eine Stoffrüstung gegen ein Katana. Du hörst ja schon, dass da ein bisschen was falsch ist. Ja. Ich muss sagen, so ist halt so, als würde ich mit so einem typischen Goldspieler über Yasuo reden. Yasuo kann man nicht mit Rüstung countern. Ja, und vor allen Dingen, das Ding ist halt, wenn er seine Ult aktiviert, zieht er noch deine Stoffschlimmer runter, weißt du? Und hat Armor Penetration für 15 Sekunden. Weil Competitive mag ich Yasuo nicht. Also die sollen den halt picken, damit sie das Leid auch uns allen zeigen. Also ich meine, Yasuo hat so ein krasses Blade, dass selbst Wards bluten, wenn er sie hittet. Yasuo verfügt ja auch über massiven Wave-Tier. Ich warte auch, dass er Frozen fightet, aber bisher ist mal Crash ganz gut. Und es ist halt Melee, das ist ja der Nachteil von Yasuo. Er muss im Fight drin sein, um auch Schaden zu machen. Das bedeutet... Warte. Hat Yasuo einen Nachteil? Naja, man muss halt den Leuten einen Nachteil vorsimulieren, damit die denken, ah, komm, wir entfernen ihn nicht. Interface-Problem? Ja, das Ding, wenn du halt Yasuo in deinem eigenen Team hast und der hat keine guten Stats, verfärbt sich die UI halt langsam ins Gräuliche. Bei ihm ist es halt ja schon doch recht angegraut. Aber was bringt dir so viel Crit, wenn du in eine Wand Wind schießt? Was bringt dir das, wenn die Kugeln nach oben gepustet werden? Nach oben, die verschwinden einfach. Die werden in eine andere Dimension verrückt. Ich wollte es ein bisschen bildlich machen, weil die Windwall ja... Es ist der Wall, keine Windsprungschanze. Was redest du denn? Du siehst doch an der Animation, dass es nach oben geht. Weißt du, aber wenn Kugeln nach oben gehen, dann kommst du auch irgendwann wieder runter. Und das passiert ja nicht. Die kommen dann beim Nexus wieder runter. Du bist einer von denen, die Amerika auf den Tornado geschossen hätten, damit er aufhört. Ja. Die Kugeln kommen irgendwann runter. Nein, die drehen sich erstmal ein bisschen lang. Jetzt ist die Frage, Trick, rein oder raus? Rein oder raus? Oder mach einfach gar nichts, das ist auch okay. Nee, gut, das war wirklich eine gute Wall-Trick da jetzt auf jeden Fall mittendrin. Perks schon wieder halb tot, aber er hat seinen Guardian Angel und er hat vor allem auch Janna. Die halt dagegen, Trick überlebt das gerade noch so. Redemption für Fenerbahce sorgt für ordentlich HP und damit ist auch der 2. Inhib down. So, wo ist die Windball? Aber das ist jetzt wirklich... Ja, sag ich doch! Man kann froh sein, dass man noch dahinter steht. Jetzt kommt man aber von der Seite, der Turret schon relativ low. Oh, da ist er drinne! Was kann Perks hier machen? Der ADC ist nämlich schon aufgefressen worden und jetzt krettet er! Na, geht hier durch, nimmt den ersten raus. Wahnsinn! Chipone! Der würde ich aber aufpassen. Jetzt ulti ihn! Oh, stark! Er flasht darüber, die Schlitzung beginnt. Zack, 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 ich bin komplex! Oh, da hat er wieder gekrötet! Wahnsinn! Und der nächste! Ah, er macht der Kröt! Ich denke trotzdem, dass G2 das Ganze hier noch holt. Was? 5000 Gold Vorsprung ist jetzt nicht so entscheidend. Wir warten halt hier auch nur einen Knock-up. Einen Knock-up, sie alle zu binden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu schinden. Aber da ist ja auch noch eine Windwall! Er geht rein! Er krittet ihn einfach mal komplett auseinander, muss sich aber zurückziehen. Janna heilt nochmal komplett dagegen, das ist kein Problem. Der Reset ist ihr Motto. Oh, der Baum, der hat viele Rinde verloren. Trick ist einfach nur komplett krank, überlebt das Ganze. Aber wenn auch sehr, sehr knapp. Sven muss jetzt tanken. Zack, jetzt sind auf jeden Fall die ersten Kätzchen raus. Frozen relativ normal. Beide killen sich gegenseitig. Die ADCs haben zu viel Munition. Ja.
ist ein bisschen unschön. Oh mein Gott, hast du das gesehen? Expect ist reingeflasht. Ja, und hat in Po reingebissen, oder? Hat Sejuani gefressen. Stand draußen. Und er hat jetzt. Sejuani hat sich mit der Warmox im Fight gegengehalten. Finde ich auch nice. Du hast mich gebissen und es ist einfach sofort wieder zugewachsen, das Loch. Ja. Einfach nur Kiki. Oh, du kannst nicht befehlen. Ja, sowieso. Es wächst einfach nach. Padden! Oh, nee. Oh! Ah, nee. Trickhard Flash! Oh, du jetzt, jetzt geht es rein. Zack, er hat sie eingesperrt. Der erste Raketensprung ist raus. Darauf hat Perks gewartet. Oh, der Sturm ist durchgegangen. Der Tank ist low. Perks immer noch am Leben. Janna resettet schon wieder. Zack, da ist er. Ultin, jawoll! 50% Penetration in deinen Gesäßöffnungs-Shit, Alter. Ich darf das Wort nicht sagen. Aber er hat, einen... Oh, mein dritter Assist. Das ist ärgerlich. Oh mein Gott. Ich sag Crash hat den Trick, hat heute noch gar nichts. Oha. Crash ist sehr, sehr früh drüben. Trick mitten in den Standorten heute noch nicht fit. Aber die Windtor, die lässt hier keinen durch. Da hätte ich geultet, aber ist okay. Ja, muss man ja nicht machen. Cho'Gath ist da. Expect hat seine... Aber Expect vertraut sich halt selber nicht. Ich würde den Jungen auch... Oh mein Gott, ich habe da 140 gesehen. Ich auch. Und das für einfach mal 3 Sekunden. Alle stehen daneben so. Alles okay. Und Cho'Gath einfach das ganze Maul voll. einfach zu früh reingebissen. Perks hat halt ja, wirklich überhaupt keinen Lifestyle, ne? Doch, er hat einen Sense. Das stimmt. Oh, da ist er! Da geht er rein! Perks! Mehr Windfall, niemand kann ihm helfen! Ja, sie flashen da raus, jetzt die Windfall vorbei, Redemption aber drauf, alle am Arbeit. Sven! Jetzt muss der Sven, der ist gestuckt! Muss da nochmal rausflashen, die Wall hält ja einfach 10 Jahre anscheinend. Na, man zieht sich zurück, jetzt, Expected Damage Taken, da kann der Graf nicht mitrechnen. Irgendwann haben auch Zahlen ihre Limits. Jetzt hier Taldrin, super low, Perks hinterher. Ah, die ganzen Flashes, ey. Ah, die haben schon wieder Ult ab. Ja, Yasuo kommt schon wieder rein. Der Fight dauert halt 100 Jahre. Jetzt machen die wieder Pause, sagen, die Ult werden nicht angezeigt. Nee, das ist so. Taldrin! Oh, da rennt aber ganz schnell. Die entzünden den Krieg. Na, er hat den Tank gewählt. Warum? Perks relativ low, dash nochmal raus. Der kann es nochmal gegen Heilen. Windwall steht. Oh, schönes Glänz. Der lebt noch. Zack, das Q ist weg. Jetzt gab es den Guardian Proc und die Frage jetzt muss ist, kann er machen? Der Jakob ist schon raus, das war's. Der muss das selber machen. Oh, der wichtigste Spieler ist down. Ja, und dann, wir haben noch 40 Sekunden noch ohne Yasuo. Das sind halt 20 Jahre, wenn man das in unsere Zeit umrechnet. Das muss man hier geduldig sein. Oh, Chain of Corruption, das könnte sitzen. Das Pora hat diesmal wirklich geschmeckt. Yasuo ist auf dem Weg, Perks. Perks, ist jetzt alles oder nichts. Der Baron, der hat schon ziemlich viel AP verloren. Katzen aber Trick, sind ziemlich du kannst dich nicht darauf verlassen, dass trotz Trick des Rudes kann man das raus. Patton hat eine gute Positionierung. Hier Redemption. Eieiei, der ist halt immer noch am Leben. Und jetzt Quadra-Knock-Up. Oh, da ist er. Patton, oh, der glänzt aber raus. Windwall ist immer noch zur Verfügung. Und jetzt die Frage, was kann Perks machen? Er verliert ziemlich viel AP. Er muss sich zurückziehen. Da war der Knock-Up, aber er hat keine Ultimate mehr zur Verfügung. Der Baum ist down. Aber das Gleiche gilt für den Prinzen. Patton, der kleine Mann mit der riesigen Kanone, der macht sich auf den Weg, das Ding zu finishen. Oh, Frozen. Oh Gott. Oh Gott, Perks, der brennt. Oh, der Turret, der Turret, der Nexus. Der ist weg. Der ist weg, Patton. Patton, der zieht es durch. Aber Perks, der kann durchstehen, aber der hat hier keine IP-Anzeige. Nein, der kann er nicht dazu. Er muss jetzt irgendwie da durchstehen. Windwall ist da. Lockup ebenfalls. Sack das down. Das Game ist so easy. G2 hat das ganz fest in den Händen. Aber ja, es sind kleine Babyhände. Das sind wirklich kleine Hände. Und da sind auch nicht alle Finger dran. Der 20. Baron Call. Expect ist da. Er hat nicht gefrühstückt. Er hat also Riesenhunger. Oh Gott. Oh, schon lang ist raus. Tank doch den nicht. Nein, geht nicht. Zack, er wurde einfach zerstört. Hat er resettet? Man hat immer noch genug Schaden zur Verfügung. Crash. Also Expect und Trick. Du bist gefährdet. Das war's jetzt. Oh mein Gott, der wird schlecht. Wie kann man denn so sein? Wie kann man 1800 Schaden zur Verfügung haben? Alter. Mehr mit 2. Und der kriegt ja nicht mal den Stack. Nee. Aber der hat ja auch nicht mal... Der sollte Minus-Stacks kriegen für jedes... Ja, ist aber wirklich so. Der sollte kleiner werden, wenn er daneben beißt. Die Ult ist gleich wieder da. Nein. Zack. Trick. Oh, aus Trick. Böse. Bisschen zu tief. Redemption, komm nochmal raus. Das heißt, hier kann man... Oh! Da wurde getroffen. Nein. Wie ist denn das? Down. Aufgefressen! Keine Chance, Perks nimmt nicht den nächsten G2, vertritt Europa würdig. EU, yeah, Double Kill. 9000 Gold Vorsprung für G2. Ich sag mal, wir sind bei 100.000 Gold. Ja. Und wer hat keinen Full Item Build? Trick. Ja, und wer hat Ludens? Schade. Easy. Das sind die Easy Games, Leute. Ja, das sind. Aber Loons jetzt. Erster tief drin, was aber keine Knockups. Wo bleibt der Sturm, auf den wir alle warten? Zack, die sind festgehalten. Nein, der hat die Rasur doch da. Patton, ja. Erhebt sich das für Patton auf. Der hat da keinen Stich. Bumst ihn jetzt weg. Aber Perks denkt, was ist hier los? Mein Katana riecht Blut.
Na, zack, da kommt er nach vorne. Oh, Pat, du kitest aber Pat, gegen mich, kitest du. Es! Yasuo ist einer der besten Charaktere im Game. Late Game, Wave Clear, AOE, was willst du? AP-Char natürlich auch, True ja, Damage. Zwei Turret Shots, nimmt doch noch, die gibt's for free um drauf. GA hat er auch noch. Ah, G2 Esports. Esports wird hier ganz groß geschrieben. Solo carried by Perks hier, das muss man mal so sagen. 22-11, das Game war niemals knapp. Eine absolute Machtdemonstration von G2. Clean. 100% Winrate auf Yasuo bei den Worlds 2017. Ja. Andere Super Picks, die sie noch hatten, war Trick auf Vodibear. Den konnten wir jetzt gar nicht sehen. Das war wirklich schade, weil da hätten die Knockups auf jeden Fall gesessen. Den Fizao hatten wir auch noch, aber den kamen wir jetzt auch nicht raus. Ah. Der Inplank von Perks. Inplank. Und stattdessen haben wir jetzt so lange darauf gewartet. Aber das Katana hat zurückgeschlagen. Ja, wir haben jetzt einiges gelernt. Das ist ja auch unter anderem das Ziel bei den Worlds. Dass wir halt die ein oder anderen Pro-Plays mitnehmen und wir wissen halt Yasuo. Ich habe die Wette übrigens gewonnen. Könnt ihr in der Solo-Queue jederzeit spielen übrigens. Hat meinen Stempel. Stempel für, ja. Hat in den Worlds 100% Pick-Rate. Ja. Win-Rate. Win-Rate.